Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Sudeki, ihr Lieben. Wir sind immer noch in Nasarias Grotte. Unsere Mädels, die wurden entführt von wem auch immer. Man hat die Entführer nicht gesehen. Und jetzt sind also Elko und Talo unterwegs und irgendwie müssen wir jetzt raus aus dieser Grotte kommen. Dann müssen wir unsere Mädels befreien. Wir gucken mal ganz kurz in unser Auftragsbuch. Da haben wir einen neuen Auftrag bekommen. Akloria Kristall kehrt zu Lord Mavsley zurück, berichtet ihm, dass ihr Nasarias Grotte gesäubert habt und holt euch eure Belohnung ab. Ja, dazu müssen wir aber erstmal hier rauskommen. Und dann müssen wir Eilish und Buki befreien. Tja, und auch da müssen wir zum Lord. Gut, ansonsten haben wir noch diese alten Quests und die kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. So, also okay, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Ich glaube, von da oben sind wir gekommen. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Jetzt rennen wir halt einfach mal nach unten. Weil ich finde das Gebiet hier unten unglaublich verwirrend. Das ist genau das, was ich so brauche. Ich spiele mal lieber mit Elko. Mit dem komme ich besser klar. Irrgarten, na das kann ja heiter werden. Willkommen im Irrgarten. Und schon gleich kommen Feinde. So, wer kommt da? Ihr. Die kann ich nicht leiden. Die heilen so schnell. Komm her. So, ich wechsle mal ganz kurz auf Macht des Schwertes. Ich mache mal die Geysirfontäne, dass wir schnell Schaden machen. Weil die heilen so unglaublich schnell, diese blöden Reiter. Okay. Dann wechseln wir auf Elko. Wo bin ich denn? Verflixt aber auch. Und helfen hier mal ein bisschen mit. Komm mal her, wir bewegen uns einfach. Komm her. Haben wir denn schon einen erledigt? Oh. Halt er jetzt mit 100? Ich glaube, ich spinne. Oh, meine Fresse. Leute, Leute, Leute. So, dann mache ich vielleicht mal ganz kurz die Nano-Verstärkung. Kann ja nicht schaden. Okay, Pause. Pause. Von wegen Pause. Schnell die Nano-Verstärkung gemacht. Und dann weiterkämpfen. Weil in der Zeit heilen die ja. Das ist das Problem. Oh, der war gut. Der war klasse. Und nochmal mit einem Hammer. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, mit wie viel die sich hier Zahl gerade irgendwo auseinandersetzt. Keine Ahnung, der Schuss war auch klasse. Komm her. Wir müssen den, glaube ich, auf den Kopf schießen. Ja, das scheint wesentlich mehr Schaden zu machen, sonst heilen die mir zu schnell hier. So, wo ist... Elko ist hier noch... Nee, Tali ist hier noch beschäftigt. Der hat schon ordentlich Schaden genommen. Ja, da! Erledigt. So, und jetzt ist wieder die große Preisfrage. Wo sind wir hergekommen und wo müssen wir hin? Okay, wir können hier noch nicht weiter. Ist hier noch irgendwo ein Feind? Oder dürfen wir hier nur einfach nicht mehr zurück? Ich glaube, Tal geben wir mal. Elko hat schon wieder keine. Wir haben doch bloß einen Skin gemacht mit Elko. Warte mal, lass mich mal angucken, diese Krieger. Bestarium, Rüstung, Meisterkompendium. So. Nasaria, ja. Kristallhydra, magische Zustände. Die Schamanen. Können Gegner verfluchen, verlangsamen, ihnen FP stehlen und sich selbst regenerieren. Scheibenkleister. Wer sollen sie vergiften, um die Regeneration zu verhindern? Und wie vergiften wir sie? Das ist mal eine gute Frage. Keine Ahnung. Hat einer von euch irgendwas zum Vergiften dabei? Warte mal. Tal, hast du nicht eine Waffe, die vergiften kann? Ja. Die ist allerdings nicht so stark. Egal, nimm die trotzdem mal. Die haben wir ja in dem alternativen Brightwater gefunden. Dann versuchen wir die halt zu vergiften. Kannst du mit irgendwas vergiften? Gerade mal gucken. Kann ja sein. Nee, Schwäche. Schwäche, aber das macht nicht so viel, so viel Schaden. Nee, wir bleiben bei unserer Waffe. Die macht wenigstens ordentlich Rums. So, okay. Also da, wo jetzt diese Pflanzen sind, geht's nicht zurück. Hoffe ich doch zumindest mal. Weil was bei diesem Spiel echt beknackt ist, ist, wenn du zurückläufst. Ich kann keine Fertigkeitstinktur mehr nehmen. Komm mal her, Fertigkeitstinktur. Wir nehmen die auf. Fertigkeitstinktur, wo bist du? Upp, komm schon. Nimm die mal. Dann nehmen wir die mit. Okay. Wenn die uns unsere Energie rauben, diese Feinde, das ist echt übel. Gott, wo sind wir hier gelandet? Egal, wir nehmen jetzt einfach mal die Dings mit.
Wolofpelz. Habe ich eigentlich eine Karte von hier unten? Mal gucken, dass wir uns ein bisschen orientieren. Nasarias Grotte. Ihr habt keine Karte für dieses Gebiet. Das ist schade. Okay, also dann vermute ich mal... Ja, da geht's weiter. Sieht zumindest so aus. Selnektar zur Wiederbelebung aller Spiele. Plus 1000. Da komme ich nicht... Ah ja, okay, alles klar. Die klauen uns die FP, die Schweine. Ja? Oh! So, bevor ihr mir die FP klaut, mache ich mal Kybernetika. Nein, komm schon. Kybernetika. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee, so ein bisschen Impulsladungen zu verschießen. Macht zumindest ein bisschen Schaden. Ja, und das Vergiften scheint nicht schlecht zu sein. So, und gleich nochmal Nano-Verstärkung, bevor unsere FP weg sind, wenn diese uns klauen. Hoffe, die funktionieren. Das sind noch Prototypen. Egal, ganz egal. Wir verstärken uns. So, und dann gehen wir mal... Du bist auch schon vergiftet, tut so. Komm, drei auf einem Streich. Bitteschön. Ja, zumindest einer auf einem Streich. Okay. Gut, haben dich. Scheiße, jetzt bin ich irgendwie verlangsamt. Glaube ich. Ja, das Vergiften war, glaube ich, keine schlechte Idee. So, okay, alles klar. So, ich hoffe mal, dass wir hier jetzt weiter müssen. Haben wir hier noch irgendwo... Man traut sich wirklich gar nicht mal wieder zurückzulaufen, weil man denkt, dass man die Feinde dann plötzlich wieder an der Backe hat. So, ein Saugstachel mal wieder. Haben wir schon lange keine mehr gefunden. Ah, das Schwert müssen wir, glaube ich, verbessern. Da vorne ist eine Kiste. Da sehe ich eine Kiste. Also ich laufe jetzt nicht mehr zurück, egal was man da vielleicht finden könnte, Leute. Okay, war ja klar. Ich kann ich nicht leiden. Yep, Scheibenkleister. Den wollte ich eigentlich nicht mehr haben, diesen Schlag. Ich dachte, ich kann schnell genug schießen, aber offensichtlich nicht. Kommt schon. Yeah! Geht's noch allen soweit gut? Sieht so aus, also dann. Ja, vergiften ist, glaube ich... Ah, wunderbar. Gut, dass wir im Bestarium geguckt haben. Macht dann doch Sinn, manchmal nachzulesen. Für dich, Hammer. Komm, und schieß schon. Ja, dich haben wir auch. Dann nehmen wir mal hier diese Hydrenhaut mit. Ja, yeah, geschafft. Wunderbar. Okay, so, hast du mir noch was gedroppt? Nee, hast du nicht. Ich laufe jetzt lieber nicht weiter zurück, sonst kommen die wieder. Also hier mit der Spawnerei finde ich, das ist ordentlich übertreiben. Können wir da jetzt rein? Nee, können wir nicht. Wie kommen wir denn jetzt darüber? Warte mal. Einmal rumgelaufen, oder? Oh, ich hasse... Oh, hier wieder. Komm mal her. Ich werde die FPs gar nicht nachladen. Das macht mir, glaube ich... Oh, da ist noch einer. Das macht mir, glaube ich, nicht allzu viel Sinn. Komm her und lauf weg. So, wir gehen, glaube ich, doch ein bisschen nach da hinten. Müssen wir, glaube ich, gleich helfen. Die kann man nicht vergiften, das ist doof. Komm. Ja, einfach in Bewegung bleiben. Vielleicht sollten wir Tal kurz das andere Schwert geben. Nimm das andere Schwert, Tal. Nimm das andere Schwert. Na komm, ich muss doch das, muss doch wohl hier wechseln können. Nein, kann ich nicht. Okay, dann spiel du einfach weiter. Mistviecher. Ich glaube, wir müssen bald heilen. Ah, das nehmen wir mit. Helfental.
Erpa! Krebskristall. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal einen anderen Händler finden hier als Camo. Weil der macht mir echt schlechtere Preise. Der ist ein unglaublicher Wucherer. So, okay. Können wir jetzt hier durchlaufen? Ich glaube, wir sollten Tal ein bisschen heilen. Und kommen gleich nochmal. Und nochmal. Okay, alles klar. Also dann. Rennen wir hier rum. Ich hoffe, dass das richtig ist. Kommen wir jetzt an die Kiste? Ich will an diese Kiste. Oh Mann. Irgard, das ist das richtige Wort. Ich frag mich, wer das war, der die Mädels entführt hat. Kann ich da jetzt rein? Okay, was passiert? Ihr wieder. Die heilen so unfassbar schnell. Na, mit 100. 100 Punkte heilen die. Obwohl, der Hammer, hey. So schnell kann ich gar nicht schießen, wie die heilen. Ah, verflixen aber auch. Vielleicht sollte ich mich auf einen konzentrieren. Ah, sehr schön. Gehen auch beide. Ach so, ich sollte auf den Kopf schießen. Glaube ich. Ah, okay. Tal hat schon wieder Probleme. Aber er kommt helfen. Wunderbar. Was ist mit mir jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, scheiße. Scheiße! Ah! Nimm. So, und schön weiterschießen. Da sind die übel. Komm schon. Oh, jetzt kommst du auch noch. Verdammt ich aber auch. Boah, es ist übel. Komm schon. So, dich haben wir. Tal ist tot. Nicht schön. Oh. Jetzt bin ich wieder... Nein. Komm schon. So, machen wir erstmal diesen Dichter. Ja, so. Wunderbar. Dich haben wir. Und Jessa. Könnt ihr nicht regenerieren, wenn ihr vergiftet seid? Das ist gut. Dann muss ich Tal unbedingt dieses Schwert lassen. Weil wenn die nicht regenerieren, kann Elfo die eigentlich in aller Seelenruhe abschießen. Haben wir dich jetzt endlich? Na wunderbar. Okay, alles klar. Wow, nächster Level. Okay, wir steigen auf. Wer kann denn aufsteigen? Elfo kann aufsteigen. Fertigkeit. Kommt, dem geben wir noch ein bisschen Fertigkeit. Kann Tal auch aufsteigen? Nein, Tal kann noch nicht aufsteigen. Und das ist erst Level 16. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn jetzt diese Kiste zum Kuckuck aber auch? Da ist sie. Hihi, können wir hier rein? Nein, schade. Sieht gut aus. 52 Gulden, ja. Nicht schlecht. So, jetzt werden wir mal gucken, was wir hier an Heilmitteln haben. Schimmergetränk. Da können wir eigentlich eins dem Elko geben. Wollen wir noch eins dem Elko? Genau. So, haben wir denn irgendwas? Ich komme mit diesen ganzen Dingern hier echt nicht klar. Halt 500 HP, alle Spieler. Ja, ne, machen wir doch mal. Kommen wir noch eine. Okay. Seelennektar. Geistesnektar. Mondstaub. Halt 100 HP. Goldelixier. Sternlichtfiliole. Heilende Tinktur. Ja. Komm, Tal. Nimm mal du die heilende Tinktur. Ich hoffe, dass du bald aufsteigen kannst. Dann geben wir dir noch ein bisschen was auf dein Leben. So, okay. Gut. Dann müssen wir jetzt bitte wo weiter? Da war der Kampf, da die Treppen hoch. Ich hoffe, dass wir hier bald rauskommen, echt.
Fertigkeitssalbe mitgenommen. Das ist schön. Davon brauche ich eine Menge. Aber wenn man mit denen kämpft, macht es gar keinen Sinn, die nachzufüllen. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind, Leute. Keine Ahnung. Nicht, dass wir wieder zurücklaufen, die ganzen Kämpfe nochmal machen müssen. Wäre nicht das erste Mal. Aber hier sehe ich Kisten. Gut, okay. Beziehungsweise Fässer. Ja, ich weiß, es sind keine Kisten. Ich weiß, dass es Fässer sind. Heiltrank, auch schön. Ah. Überprüfen. Eine große leere Muschel. Ist da irgendwas drin? Nö, schade. Da ist noch eine große leere Muschel. Ja. Eine große Muschel, die... Ah, heilender Trank, auch recht. Da müssten eigentlich diese beiden Perlen rein, glaube ich, die wir geholt haben, oder? Müssen wir die jetzt hoffentlich nicht dahin zurückbringen, ey. Sirenengesang mitgenommen. Waffe für Tal. Das schauen wir uns jetzt an. Was das für eine Waffe ist. Verlangsamung. Verzauberung. Verlangsamung. Schau an. Tödlichkeit. Stärke 15. Gut. Wunderbar. Aber wir bleiben bei der Waffe, die wir jetzt haben. Hier ist die richtige drin. Das mit dem Vergiften finde ich nämlich nicht schlecht. So, und nun? Kann man... Ah, okay. Kammer der singenden Sirene. Kannst du da was machen, Tal? Yes. Also dann. Ich wechsle wieder auf Elko. Ah, hier sind wir. Ja, wunderbar. Ja, schön. Sehr schön. Das heißt, jetzt müssen wir bloß noch raus. Komm, wir gehen noch mal kurz zu der Statue. Komm mal her, Statue. Kann ich hier noch irgendwas machen? Da sind die Perlen. Vielleicht kann ich die jetzt nehmen und mitnehmen zu diesen Muscheln. Die Statue einer Meerjungfrau mit zwei gewaltigen Perlen auf Säulen zu beiden Seiten. Also kann ich die nicht mitnehmen. Schade. Wäre ja schön gewesen, wenn wir die hätten wieder den Dings bringen können. Den Muscheln, aber ist wohl nicht so. Und wo geht's hier jetzt raus? Irgendwo da unten war das. Glaube ich. Da sind die beiden Mädels rein. Ich weiß nicht. Ach ja, war ja klar. Okay, war ja klar. Tu du mal alle schön vergiften. Damit ihr nicht regenerieren könnt. So, okay. Ah! Yes, alle vergiften. Regenerieren sie doch. Ein bisschen schade, dass die Waffe so langsam ist. So, jetzt mache ich doch einmal doch noch Kybernetika. Oh, ich sehe nicht, wo ich hinschieße. Ach, blöd. Ach, wie doof. Na gut. Ein bisschen Schaden haben wir irgendwo gemacht. Bevor ihr mir hier meine Dienst klaut. Komm her. Ah, verflixt. Ich weiche einfach zurück. Ah, da müssen wir nachher raus. Alles klar. Da sind wir, glaube ich, reingekommen. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angeguckt. Weil das ist wirklich schon fast 3 Wochen her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und wenn ich so lange nicht aufgenommen habe, mache ich das meistens so, dass ich nochmal eine Runde gucke. Was war denn in den Folgen zuvor? Weil sonst finde ich manchmal den Faden nicht mehr, weil ich spiele ja zwischendrin vielleicht auch mal das eine oder andere für mich privat. Tal. Bist du irgendwie gefangen? Warum bewegst du dich nicht? Okay. Andere Seite. Wir gehen zu Tal. So. Okay, alles klar. Haben wir es jetzt? Ach, du bist noch da. Nö. Na doch. Siehst du? Da war doch noch so jemand. Gut. Wehe, du spuckst. Mit was auch immer. Ah, der Schaden war gut. Komm.
Tal hilft auch. Jetzt machst du wieder irgendeinen Scheiß. Du hast, ich weiß nicht, wie viele Köpfe der hat. Der kann, glaube ich, alles Mögliche machen. Vergiften, verlangsamen, verweist der Teufel was. Je nachdem, welcher Kopf. Aber die geben immer fette Beute. Geistesnektar. Was macht man denn mit Geistesnektar, Leute? Geistesnektar. Lässt alle Charaktere auf. Na gut, okay. Da sind wir voll. So, jetzt. Lass mal den Geistesnektar sein. Da geht's wieder hoch zur Statue. Wo geht's denn jetzt raus? Ich glaube, dass wir hier raus müssen. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, Leute. Nicht, dass wir jetzt wieder irgendwo landen. Wollen wir schon wieder? Höhle der toten Fische. Ich glaube, das war's. Ja, das sieht gut aus. Dann werden wir erstmal zum Lord gehen. Werden ihn berichten, dass die Höhle wieder frei ist. Ja, genau. Wir sind goldrichtig, na Gott sei Dank. Nochmal ganz kurz zurücklaufen. War da noch ein Nebengang? Nein. Okay, daran erinnere ich mich gut. Das war das nette Gespräch über diese, Wandzeichnung. Gut, okay. Dann gehen wir also zu ihrer Lordschaft. Werden berichten, dass Nasaria tot ist, dass die Grotte gereinigt ist. Ich hoffe, dass er wirklich gereinigt ist. Und dann werden wir ihn fragen, ob er irgendwas weiß über unsere Mädels. Da hat es auch noch ein paar Kisten, nehmen wir mit. Ja, heilenden Balsam. Alles, was heilt und auch alles, was Fähigkeiten verbessert, nehme ich gerne mit. Yes, okay, alles klar. Ach, wie schön. So, okay. Dann rauf mit dem Aufzug zum Lord. Und ihm berichten. Wir sollten auch nochmal unsere Waffen ein bisschen verstärken. Glaube ich. Wo geht's raus? Wo geht's raus, Leute? Hier. So. Nein, darum. Schon wieder Orientierungsschwierigkeiten. Ach, da steht er ja schon. Hey, Lord. Wahrhaftig, ihr sollt entlohnt werden. Hier, nehmt dies. Es ist der Schlüssel zum Dorf. Als Zeichen meiner Dankbarkeit dürft ihr in meinem Lagerhaus wählen, was euer Herz begehrt. Das Lagerhaus ist unten im Hafen, gegenüber dem Bootshafen. Das ist schön, wunderbar. Dann gehen wir da doch da gleich mal hin. Ah, und da ist schon wieder irgendwie so ein komischer Geist oder was immer es ist. So, jetzt gehen wir aber erstmal kurz zum Schmied. Nein, weil wir gehen erstmal kurz ins Lagerhaus, dann gehen wir mal zum Schmied. Ich bin schon wieder falsch. Ist doch nicht zu glauben. Kommen wir denn da eigentlich mittlerweile raus? Lass uns das auch mal gucken. Vielleicht hätte ich den Lord nochmal ansprechen müssen. Ja, da können wir tatsächlich raus. Lass uns da mal ein Stück entlang gucken, wo es denn da hingeht. Wahrscheinlich geht es da zu den Mädels. Vilos Graben. Was steht da? Boah, wow, zum Teufelsarten Canyon. Oh Mann, das lässt tief blicken. Wir gucken mal ein Stück. Weil im richtigen Brightwall war hier ja ein Händler. Brightwall, Brightwater, Verzeihung. Jetzt gucken wir einfach mal, bevor wir wieder irgendwas Arena-artiges entdecken, ob hier auch ein Händler ist. Weil dann würde ich nämlich hier Zeugs verkaufen. Tal, hatten die Mädchen den Kristall? Werden ihn wohl gehabt haben, denke ich mal. Also ich unterstehe zwar deinem Befehl, Elko, aber im Augenblick sind andere Dinge wirklich wichtiger als der Kristall. Das ist ein grüner Böbel. Natürlich. Du hast recht. Ich wollte nicht sagen... Schon gut, wir müssen die Mädchen finden. Was haben wir hier? Zu Olafs mobilen Einkaufsparadies. Ja, wunderbar. Dann gehen wir jetzt mit Olaf handeln. Sehr schön. Hallo, Olaf. Ich bin Olaf. Hallo. Und habe beim Juwelenhandel das Sagen. Wollt ihr ins Geschäft kommen? Ah, Juwelenhandel. Endlich mal jemand, der Juwelen Meine haben will. Meine Preise sind immer günstig. Gut, okay. Was hast du denn so für uns? Warte mal, erstmal kaufen. Verherrlichungstrank. Stellt alle HP und FP wieder her. Na gut, jetzt verkaufen wir erstmal und dann gucken wir, was wir haben. Kargalpelz, komm, die verkaufen wir alle. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen und wenn schon. So, Hydrenaut. Die gibt ordentlich Kohle, guckt euch das an.
Hydrogen. Ja, los, wir verkaufen jetzt alles, Leute. Arkonitenschädel. Davon brauche ich wie viele? Für die Quest weiß ich jetzt gerade gar nicht. White Lord Edelstein. Ja, damit. Marmorsplitter. Wird alles verkauft. Wir machen unser Dings leer. Krebskristall. Ja, yeah. Wow. Die dicken Dinger machen ordentlich Kohle. Brightwater Perle. 5 Stück brauchen wir. Wie viel haben wir denn? Da verkaufen wir 9, oder? Genau. Edenkoralle. Yeah. Ja, super. I love it. So muss das sein. Wir verkaufen jetzt den ganzen Plunder. Ach, wie freue ich mich. Endlich mal keine Geldprobleme mehr. Die Lumia-Opal gibt auch ordentlich Kohle. So, haben wir sonst noch was? Klebspinnenröhren. Wie viel haben wir denn von denen? Ja, können wir eine verkaufen. Komm, wir verkaufen die heute auch. Was soll's? Dann haben wir zukünftig leichtes Gepäck. Wobei das ja in diesem Spiel dankenswerterweise so ist, dass das Inventar offensichtlich nicht begrenzt ist. 30.000 Kohle. Yes. Arkonitenschädel. Ich glaube, ich muss mal kurz in die Quest gucken, Leute, wie viel wir brauchen von den Dingern. Da haben wir doch irgendeine Quest. Ah, wir können ja aufsteigen. Richtig, habe ich ganz vergessen. Tal kann aufsteigen. Komm, wir geben dir noch ein bisschen auf die Kraft. Ach, ich wollte doch Gesundheit machen. Ah ja, egal. Da kann er dafür ordentlich zuhauen jetzt. So. Quest. Auftragsbuch. Ach, Herzchen, Herz haben wir immer noch nicht. Warte mal. Röhrensuppe. Schädel für Watzim. 8 Arkonitenschädel brauchen wir. Wie viel haben wir? Ich bin Olaf und habe beim Juwelenhandel das Sagen. Ja, will ich gerne. Meine Preise sind... Arkonitenschädel. 8 Stück brauchen wir. Wie viel haben wir? Da können wir 3 verkaufen. Okay, verkaufen wir 3. Wir werden bestimmt wieder welche finden. Dann haben wir 30.000 Kohle. Auf Wiedersehen. Falls wir jemals wieder in unser Land zurückkommen, kann ich da eigentlich rein? Nee, kann ich nicht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal ins Lagerhaus. Wunderbar, werden unsere Waffen verstärken. Mit unseren Heilmitteln müssen wir auch mal gucken. Wie es da aussieht. Wir haben ja jetzt einiges gebraucht. Aber dieses vergiftende Schwert, das behalte ich jetzt eine Weile. Das wird ordentlich verstärkt. Wir verstärken jetzt einfach alle Waffen. Wusch, rein da. Aber erst gucken wir, was im Lagerhaus ist. Nicht, dass wir da eine neue Waffe finden. Und dann wieder von vorne verstärken. Kaum, dass wir es gemacht haben. Aber ich glaube, ich knall jetzt überall eine Rune rein, wenn wir doch schon Kohle haben. Machen wir das mal. Warte mal, hier drin können wir doch heilen, oder? War das nicht so? Wir sprechen ihn mal an. Habt Dank für all... Genau, und jetzt sind wir geheilt. Vollständig erholt. Wunderbar. Dann haben wir auch unsere FPs wieder. So, wo ist jetzt dieses Lagerhaus gegenüber vom Bootshaus? Ne, hier ist Camo. Da, alles klar. Machst du uns eigentlich was? Ne, der macht uns nichts. So, das mal reingeguckt. Jetzt bin ich gespannt, was es gibt. Das Lagerhaus. Kugeln? Waffen? Waffen. Himmel, was ist das denn? Kugel der Weisheit, maximale Kraft plus 10. Komm her. Was haben wir hier? Kugel der Macht, maximale FP plus 20. Da kommen wir aber jetzt nicht rein, da brauchen wir. Schade, das heißt, wir müssen noch mal hierher kommen. Gott, wenn ich mir bloß diese ganzen Stellen merken könnte. Okay, gut.
keine Waffe, schade. Aber die Kugeln werden wir hier verteilen. Ich glaube, die geben wir jetzt mal beide Tal. Gegenstände. Weil Stärke kann er brauchen. Und FP kann er auch brauchen. Da hat er plus 100. Geben sie ihm, genau. Kugel der Weisheit. Die Energie. Na komm. Sonst noch eine Kugel? Okay. Dann lassen wir, wie das jetzt ist, und werden mal eine Runde verbessern. Wir hauen jetzt überall Runen rein. So. Ja, hallo. Hallo, Rosso. Stanton Rosso, ich habe Arbeit für dich. So. Die sind alle, warte mal, den, da hauen wir jetzt auch noch was rein. Scharfe Schneide. Komm, dann machen wir mal entscheidend. Keine Ahnung, ob das was bringt. Damit habe ich hier alle. Ritterrüstung. So. Talisman, Schwäche und Fluch. Gegen Verlangsamung. Schutzschild haben wir schon drin. Ah, wir machen mal das hier. Und den Talisman. Schwäche, Fluch und Verlangsamung. Das finde ich nicht schlecht. Rekrutenschwert. Das werden wir nichts mehr machen. Mojo ist. So, du kriegst jetzt von mir. Scharfe Schneide. Haskins Ende. Ist die Frage. Ich habe immer noch nicht so recht begriffen, was dieses Mana-Funke, was ist das? Bietet bei jedem Angriff eine Chance auf 25% die positiven Zauber zu bannen. Seelenbiss erhöht die FP-Zahl um 1%. Fledermauszahl? Nein, das lassen wir mal. Ja komm, wir machen da den Herztreffer rein. So, habe ich Sirenengesang. Du kriegst nochmal scharfe Schneide. Und komm, nochmal scharfe Schneide. Jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir noch Dank Kohle. Für euren Einkauf. Entschuldigt mich jetzt. Ich muss weiter schmieden. So ein Panzer schmiedet sich nicht von selbst. Ja, das ist wohl wahr. So, jetzt mal kurz noch ins Auftragsbuch geguckt. Auftragsbuch. Befreit Eilish und Buki aus der Gewalt der Entführer. Lord Mevsley entgeht nichts von den Ereignissen vor Ort. Vielleicht kann er helfen. Also dann rennen wir da nochmal hoch, aber das machen wir in der nächsten Folge. Einstweilen, ihr Lieben, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!